Ja, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute was Cooles vor. Wir sind ein bisschen jetzt weg, ein bisschen von Umfragen, wie ist das? Ich habe schon gemerkt, Nürnberg ist ein bisschen langweilig geworden, deswegen jetzt sind wir heute wieder in Regensburg. Ja, auf jeden Fall, ich habe hier eine Box, wie ihr sehen könnt. Die Leute müssen halt deren Geheimnisse alles hier reinschreiben. Also ich gebe halt Blatt, dies, das habe ich schon alles dabei. Die sollen hier reinschreiben und reinschmeißen. Danach am Ende des Videos, das lese ich das alles vor, danach bewerte ich 1 bis 10. Wie peinlich das war, wie schlimm das war, dies, das. Ihr habt schon verstanden, was ich meine. Videoidee war von denen. Ich habe geklaut, aber wir arbeiten dieselbe Plattform, die ist das, klauen muss. Schauen wir mal, was dann die Leute hier in Regensburg schreiben. Ich bin echt gespannt. Viel Spaß mit dem Video. Okay Mädels, stell schon vor erstmal. Ich bin Diana. Wie alt bist du, Diana? 16. Ich bin Cornelia, 17. Egal, ich habe schon erklärt, um was es geht. Ja. Ich schreibe halt eure Geheimnisse hier rein, dann gucken wir das am Ende. Mhm. Wir wissen nicht, dass es von euch war. Jetzt gebe ich euch Zettel, mach erstmal du. Wir reden ein bisschen mit dir. Und? Mhm. Jetzt ist hier alles gut? Ja, alles gut bei dir. Fastest du oder fastet ihr? Nee, ich bin Christ. Ist es was Cringes, was du geschrieben hast? Cringe? Geht schon. Hast du schon bis jetzt jemanden gesagt? 3 Leuten, ihr und 2 meiner besten Freundin und noch einer. Ist das zu peinlich oder was? Ja. Jetzt haben wir schon eine. Ihr wollt über Instagram sagen, was ihr wollt. Ich heiße auf Insta Diana. Cornelia. Okay, mein Bruder, stell dich mal vor. Ich bin Taco. Jeder, der in Regensburg wohnt, weiß, wer ich bin. Geht's dir? Laura, wie geht's dir? Mir geht's gut, Bro. Mir geht's gut. Wie alt bist du? 18. Okay, wir haben dir schon erklärt. Dann fangen wir sofort an, okay? Du schreibst einfach deine Geheimnisse hier rein, was wirklich so peinlich ist oder keiner weiß, Bro, okay? Wie viele Punkte gibst du für den, was du hier geschrieben hast? 1 bis 10? Bruder, 30. 30? Hast du schon ein bisschen jemandem so gesagt? Die Jungs, die es anschauen werden, die wissen schon davon Bescheid. Nein, Bruder. Nein, Alter, Astaghfirullah. Man braucht Vaseline, weißt du? Okay, Bro, willst du dein Instagram sagen? Nein, du zeigst eh nicht, du Okay, Mädels, stell dich schon vor erstmal. Hallo, ich bin Bianca. Wie alt bist du, Bianca? Ich bin 16. Ich bin Alina und bin 17. Wie gesagt, ich habe euch schon erklärt, ihr tut eine Geheimnisse hier reinschreiben. Danach am Ende des Videos gucke ich mal, was ihr geschrieben habt. Danach bewerte ich. Fangen wir erstmal mit dir an. Weißt du eigentlich, was sie hier jetzt schreibt? Kannst du erraten? Kann ich mir vorstellen, aber ich bin mir unsicher. Okay. Wie ist das Leben? Gut. Regensburg, ne? Ist langweilig hier, oder? Ja, richtig. Was bewertest du? Wie viele Punkte gibst du für deine Zettel? Ist nicht so schlimm, glaube ich. 5. Das ist ein Instagram-Sag. Unterstrich AL1NAA.4. Ja, egal. Ich stell mir vor, dann sind alle Zettel sind leer, nur deine sind voll. Aber du hast meine Mutter nicht beleidigt, oder? Okay, was bewertest du erstmal deinen Zettel? Ja, ich glaube, das ist auch so eine 5. Perfekt. Willst du dein Instagram sagen? Nein, okay, Bro, stell dich mal vor erstmal. Ich bin Nico Gauss, ich bin 15 Jahre alt. Nationalität? Deutsch. Nee, halb Russland, halb Polis. Okay. Du hast keine Zeit, hast du gesagt, hier. Nee, leider nicht. Aber ich habe dir schon erklärt, ja, um was es geht. Zeig halt mir nicht. Okay, ich habe Angst, Digga, dass die dann am Ende alle meine Mutter beleidigt haben hier. Stell mal vor. Was gibt's für eine Punkte für deine Zettel? Ist Quatsch. Also eine 5. Geht schlimmer, geht schon schlimmer. Aber ist not bad. Okay, Bro, ich stelle dich mal vor erstmal. Mach's Kippen weg, Bro. Hallo, ich heiße Viktor und ich bin 18 Jahre alt. Kommst du aus Regensburg? Ja. Okay, Bro, ich habe dir schon erklärt, du hast auch nicht so viel Zeit. Ja, ja. Junge, alle haben mir keine Zeit, ich hoffe alle. Ein Geheimnis von dir, bis jetzt du keinem erzählt hast. Du kannst alles schreiben, das Ding ist, das Gute ist, ich weiß ja nicht, dass es von dir war. Keiner weiß von denen, dass es von dir war. Das geht nicht. Echt jetzt? Ja, ist leer. Wie geht nicht, ne? Ja, jetzt geht's. Hast du geschrieben, Bro? Ja. Was bewertest du selber? Was? 1 bis 10? 3. Ja, vielleicht. Okay. Findest du es raus. Okay, mein Bruder, stell dich mal vor erstmal. Name oder Abdul, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Syrien. Ich habe dir schon erzählt, du tust hier deine Geheimnisse hier reinschreiben. Danach am Ende des Videos lese ich das vor, dann gebe ich halt Punkte. 1 bis 10, sage ich mal. Ja, 5, 10 oder so. Dies, also, du hast schon verstanden. Mhm. Okay, jetzt schreiben wir mal. Aber nicht auf Arabisch, ne? Schreiben, was ich will, ja. Nein, du schreibst Geheimnisse. Weißt du, was Geheimnis ist? Das ist was sehr peinliches. Schreib meinen Namen oder? Ich glaube nicht, dass der Brief verstanden hat, aber das Ding ist, wenn wir das am Ende des Videos, okay, sowas Dings sehen, mit diesem Thema gar nichts zu tun hat, dann wissen wir, dass der Brief war. Wir haben bis jetzt. Wallah, ich bin mal gespannt, ja, was die geschrieben haben. Ich stell mir vor, die haben alle haben meine Mutter beleidigt und so ist das. Der Bruder schreibt gerade ein Buch. Der schreibt gerade Dings, ja, ich bin in Syrien geboren, seit 2015, ich bin hier. Wir warten. Chalas! Machst du kleine Loch ist klein, Bro. Okay, Bro. Hast du eine, aber krasse, ne? Ich will jetzt nicht hören, ja, ich habe draußen eine Mädchenpuppe gesagt. Du filmst immer noch? Ja. Okay, Bro, stell dich mal vor. Ich bin schon 14. 14, okay. Okay, wie gesagt, ich habe dir schon erklärt. Ja. Du tust deine Geheimnisse hier schreiben. Döner gegessen, nach halbe Stunde, es regnet, ja.
Wie viele Punkte gibst du für deine Geheimnisse? 1 bis 10? 5. How old are you? 29. Auf jeden Fall, der kann kein Deutsch, deswegen wir haben hier unsere Dolmetscher. Okay, auf jeden Fall, du hast schon erklärt, Bro. Jetzt schreibst du auf Deutsch, okay, was er gesagt hat. Es ist halt schwer, ne, wenn man kein Englisch kann. Ich will nicht. Egal, ob die dann hier da flüstern oder so, Englisch, ich verstehe es sowieso nicht, weißt du, was ich meine? Aber die mussten natürlich auf Deutsch schreiben. Wenn er jetzt Englisch schreibt, dann weiß ich, dass er war. Checkt ihr, was ich meine? Deswegen, das macht keinen Sinn. Heide, Bruder, Walla, ihr habt Geschichte geschrieben, ja? Oh, er hat ganze Zeit. Halt mal, ne? Ich weiß nicht, kannst du es lesen dann hier mit? Bruder, zeig doch nicht, oder? Du musst halt gescheit lesen können. Seien Sie ehrlich, so Zigaretten, Vape nicht rauchen, aber Gras rauchen. Was ist das Gras? Okay, jetzt hat. Auf jeden Fall, wir bewerten mal, was die hier reingeschrieben haben. Auf jeden Fall, ich habe Angst, Wallah, ich habe Angst, dass die jetzt komplett alle meine Mutter beleidigt haben. Ich habe bis jetzt gar nicht geguckt. Schon 2 Tage her. Jetzt machen wir mit den Mädels hier. Okay, stell dich mal vor. Hallo, mein Name ist Dilan, ich bin 22 Jahre alt. Ich bin die Eileen, komme aus Ingolstadt. Alter Anonym, oder? Auf jeden Fall, wie gesagt, eine ziehst du, eine zieh ich. Und eine zieh ich. Genau, auf jeden Fall, dann bewerten wir. Okay. 1 bis 10, wie schlimm das war. Okay, jetzt hat. Zieh mal. Lies mal vor. Ich wurde in den Arsch von einem Das kann echt sein, das kann echt sein. Weißt du, das wissen wir nicht, wer das geschrieben hat. Kann echt sein, das kann auch ein Junge sein, das kann auch ein Mädchen sein. Okay, 1 bis 10 bewerten. Okay, 8. 8? Sagen wir mal 8, ja. Ja, das kann auch ein R sein. Ja, 1 von 10. Ich sag auch 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ich hatte fast einen Dreier mit meiner besten Freundin. Fast aber. Ich sag 2. Was sagst du? 1. 1 von 10. Ich habe mich geritzt wegen sexueller Belästigung. Oh, oh, das habe ich nicht erwartet. Das ist auf jeden Fall ein Mädchen. Schrift ist das? Ja, das ist ein Mädchen. Was sagst du? Ist hart. Das ist hart. 6 von 10. 4 von 10. Warum 4 von 10? Das ist voll schlimm. Ich sage 9 von 10. Ich rauche, ohne dass meine Eltern es wissen. 8 von 10. 8 von 10. Ich sag 4 von 10. 5 von 10. Das kann ja auch ein 13-Jähriger sein, weißt du? Was? Ich klaue immer von meiner Mutter. Was? Der hat mit hä? Von mit F. Mit F geschrieben. Von meinem. Das ist ein Kind. Schau mal, wie er Geld geschrieben hat. Ich klaue meinen. Und für meine Freunde geben. Junge, ich weiß, wer das war. Ich glaube nicht, dass der Brief verstanden hat, aber egal. Klauen ist halt, das muss nicht sein. Man kann ja auch fragen. Deswegen, aber was, wenn sie nicht gibt? Dann hat sie schon ihre Gründe. So. 10 oder 5 Euro ist ja okay, aber wenn die jetzt wirklich 100 oder 200 nehmen. Ich sag 4 von 10. 5 von 10. 4 von 10. Wo ist der Kida, Mann? Ich habe im Kackwetter auf meine Freundin geworfen. LSD. Hä? LSD, ja. Der hat nein, nicht LSD. Das ist 2, oder nicht? 2. Zwei ist die. Hat er versucht. Ich habe im Kackwetter 2 Stunden auf meine Freundin gewartet. Weiter habe ich sie nur durchs Fenster gesehen. Ach so, dass er sie sieht. Ach so. Okay, das ist süß. Das ist süß. Jetzt habe ich verstanden. Süß. Also 10 von 10. 10 von 10. 8 von 10. 5 von 10. Kackwetter, Leute. 5 von 10. Das war jetzt auch nicht so krass. Ich habe einfach Pech. Ich habe diese Plastikdinger drin, deswegen ich kann nicht mehr reden. Ab 12 Uhr muss ich die Plastikdinger reintun, damit meine Zähne wieder nicht so werden. Wir haben das Video eigentlich schon mit den Mädels fertig gedreht, aber Mikrofon ist ausgegangen. Nicht ausgegangen, sondern Mikrofon hatte keinen Akku mehr, deswegen, das haben wir dann später gemerkt. Jetzt mache ich alleine. Auf jeden Fall, wir haben hier noch 4 Zettel noch. Ich habe in der Schule den Feuerwehrmelder angeschlagen. Ich hoffe alles. Bruder, was ist das für eine Eier? Das ist bestimmt eine Junge, schätze ich mal. Ich hoffe, das ist einfach 10 von 10. Er hat Eier. Mach weiter so. Wir machen direkt mit dem nächsten weiter. Lotto überfallen. Was erlebt ihr, Digga? Irgendwie, das kommt so rüber, dass es so ein Bluff ist. Aber wenn wir jetzt so denken, dass es echt ist, dann sage ich 9 von 10. Nicht zu Hause nachmachen. Habe meine Lehrerin Mami genannt. Okay. Ja, nee. Sehr gut, Bruder. Glückwunsch. Ganz ehrlich, 2 von 10. Das habe ich nicht verstanden. Eileen und Dilan, die haben auch nicht verstanden. Leute, wenn es wirklich was Schlimmes, ne? Ich weiß wirklich nichts. Also ich weiß nicht, was das bedeutet, ne? Deswegen, ja, nee, 0 von 10. Okay, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich mache auf jeden Fall Part 2. Auch, ich will das Part 2 auch machen, weil das hat echt Spaß gemacht. Ich schwöre auf alles, ich will in Frankfurt probieren.
dort ist viel, viel schlimmer natürlich. Ich will einfach dort probieren, schauen mal, wie dort ist, was die Leute gemacht haben. Für den zweiten Part, liked und abonniert den Kanal natürlich nicht vergessen. Ich liebe euch alle.